Sonnenblume, Rosenblätter, Rosmarin und Lauf, Holundersträuche, Lavendelbüsche, Hagebutten, Strauch, Kirschen, Äpfel, Haselnüsse und ein Pfirsichbaum, Melissenblätter, Tomatenpflanzen, Kohlgemüse auch. All diese Köstlichkeiten stehen hinter meinem Haus. Kommt der erste Sonnenstrahl, muss ich gleich hinaus. Mein kleiner Garten hat ein ganz besonderes Gesicht. Es strahlt jeden Tag für dich und mich. Hallo aus meiner Versuchsküche. Und zwar will ich heute Gurken einlegen. Und zwar in süß-saurer Soße. Das will ich heute mal zeigen. Gut, dafür brauchen wir, ich habe jetzt schon mal den Topf vorbereitet. Da ist schon so einiges drin. Ich zeige das jetzt aber auch noch was. Alles ist noch nicht drin. So, dafür brauchen wir erstmal einen Topf, der ziemlich so voll mit Wasser wird. Dann kommt eine circa eine Viertelflasche Apfelessig hinein. So, dann einige Kräuter, die zeige ich jetzt gleich noch. Und guter Letzt noch Zucker, aber das zeige ich jetzt alles hier. So, was ist da jetzt alles drin? Auf jeden Fall Dill. Dill, da mache ich immer zwei bis drei solche Äste hier. Die habe ich einfach klein, grob klein gerissen und damit reingetan. So, als nächstes Maggi-Kraut. Hat nicht jeder. Wer es nicht hat, einen Schuss Maggi reintun. Ist genauso. Ich nehme dann so wie er hier liegt, einen so einen Ast. Den reiße ich auch grob klein. Und der kommt dann auch mit da rein. So, als nächstes Schnittlauch. Ist auch so wie es hier liegt, klein geschnitten, nicht geschnitten, klein gerissen, auch wieder grob, auch wieder mit da rein. So, als nächstes Wacholderbeeren. Muss nicht, kann aber, ich tue sie immer mit rein. Auch so eine gute Handvoll, ein bisschen mehr wie jetzt hier liegt. So, das ist jetzt erstmal da drin und dann halt der Apfelessig. Eine Viertelflasche. Gut. Dann tun wir Zucker rein. Ich mache das immer, den Soße immer frei Schnauze. Ich habe jetzt hier einfach so ein Glas. Da war ein Würstchen drin, so ein Würstchenglas voll. Den kippen wir jetzt komplett da rein. Dann einen guten Spritzer Zitrone. Man kann sie frisch nehmen. Ich habe jetzt leider keine frische da. Ich habe diese hier genommen. Ein bis zwei Spritzer rein. So, dann zu dem Zucker. Ein Päckchen Vanillezucker. Das tun wir jetzt auch noch mit rein. Auch kein bestimmtes Vanillezucker sein, man kann auch frische Vanille rein tun. Ich nehme immer das günstigste Vanillezucker. Reicht voll und ganz. So, und dann noch eine Zwiebel. Und zwar nehme ich da immer die weißen Zwiebeln. Ich habe bei mir im Garten auch weiße Zwiebeln gepflanzt gehabt. Ich habe auch schon etliche eingelegt in der gleichen Soße, die ich jetzt hier gemacht habe. Und zwar wird die nur
geviertelt und dann kommt die so in ganzen Stücken mit da rein. So, jetzt haben wir die geviertelt und jetzt kommt die komplett, wie ich gesagt, in ganzen Stücken da mit rein. Gut, dann haben wir das. So, dann die Gurke. Zu der Gurke, die wird klein geschnitten in kleinen Scheiben. Das kann aber jeder machen, wie er will. Man kann die ganz lassen. Wenn man die ganz, dafür ist diese jetzt ein bisschen groß, wenn man so das Glas anguckt, dann sollte man sie in der Mitte durchschneiden. Dann ein Tipp, dass die Soße dann bis einzieht, in den Zahnstocher einstechen, rundherum. Dann kann die Soße hinterher besser einziehen. So, ich mache das immer, ich schneide die immer in kleinen Scheiben. Das zeige ich dir auch mal. Da hat eine ganze Schüssel voll. Und die kommen aber hinterher ganz zum Schluss in Glas mit. Gut, dann wenn alles in den Topf ist, dann wird das Ganze erwärmt. Einmal kurz zum Kochen bringen. Sobald es anfängt zu sprudeln, Herd ausstellen und circa eine bis anderthalb Stunden ziehen lassen, das Ganze. So, und wenn alles drin ist, sieht das Ganze dann so aus. Gut, das wird dann jetzt, wie gesagt, einmal zum Aufkochen gebracht. Und sobald es kocht, sofort ausstellen und dann anderthalb Stunden stehen lassen. Was ich noch vergessen habe, was noch beikommt, ist ein Teelöffel Salz. Gut, dann bringen wir das jetzt zum Kochen und dann sehen wir uns beim nächsten Schritt wieder. So, dann stellen wir jetzt den Ofen an und bringen den Sud einmal zum Aufkochen. Also riechen tut schon sehr gut. Dann lassen wir das jetzt einmal aufkochen und dann füllen wir die Gurken gleich in die Gläser. Und da wir ja eine Selbstversorgerfamilie sind und alle immer gerne mithelfen, werden die Gläser gleich von unseren beiden Mädchen befüllt. Von unserer 5-Jährigen und von unserer 3-Jährigen. Die machen das so gerne, die dürfen gleich die Gläser befüllen mit den Gurken. Ja, und dann, wenn das hinterher gekocht hat, wird das, lass mal das ziehen und dann fülle ich das hinterher in die Gläser ab. So, dann befüllen wir jetzt die Gläser. Die Gurke ist rausgefallen. Ich fange erstmal dieses Glas an. Das ist noch da, also wo alles gucken will. Ich kann das auch gut. Auch rein. Da ist genug jetzt dran. Ist das voll? Das ist voll? Gut, dann kann das an der Seite gestellt werden. Das ist auch ein bisschen noch. Nein, das reicht. Da ist nicht so viel rein, Janine. Aber noch ein bisschen. Das reicht jetzt. Dann wo ist der Deckel? Ja, der braucht noch nicht. Da kommt der hinterher noch Soße rein. Mal so, wie Carina das auch macht. So. Oh, guck mal, Soße rein. Bei mir laufen immer Kuchen weg. Was ist das denn hier? Was ist das? Das ist Dill. Das kann da ruhig mit rein. Kann man Dill mitessen? Mhm. Bäh. Aber Dill mag ich nicht. Reingefallen! Hast du die geschnitten? Mama geschnitten, ja. Voll lecker. Ich möchte mal alle probieren. Die schmecken so nicht. Doch. Ich habe die jetzt probiert und die schmeckt so. Okay.
Aber wir müssen alle schmecken, die heute. Ne? Wir haben keine Soße. Wirklich schmeckt das anders, oder? Weil die Soße steht ja da oben schon auf dem Herd, die muss ja warm werden. Ich hole mal Streichhölzchen. Eltern, nee! Da müssen jetzt aber noch keine Deckel drauf. Die kommen ja später drauf. Ja. Ich habe das aber auch rausgemacht, dass die nicht rausfällt. Ich mache ihn auch zu, dass die nicht rausfällt. Lass da stehen. Also, cool, Papa dann nachher. Aber hier sind keine Gurken drin. So, jetzt haben die Kinder sie abgefüllt. Jetzt werde ich natürlich noch nachgehen, Deckel wieder abschrauben und werde die Gläser richtig verteilen, da das dann doch noch nicht so ganz richtig ist. Aber um so zu zeigen, dass sie immer fleißig mithelfen. So, jetzt habe ich diese Gläser noch ein bisschen einsortiert von der Menge her. Jetzt habe ich auf in jedem Glas noch so ein paar Stränge Dill oben drauf gelegt. Ja, das ist nicht ganz so voll, dafür ist es ein großes Glas. Ja, und dann wird, wenn die Soße dann soweit ist, kommt die dann hinterher damit drauf. Die wird ja jetzt erst so leicht warm. Die wird ja dann zum Kochen gebracht. Wie gesagt, da muss ich anderthalb Stunden stehen. Und dann wird sie in den Gläsern gefüllt, reingegossen, randvoll, Deckel drauf. Dann werden die Gläser einmal kurz umgedreht. Und sind dann eigentlich schon fertig. So, jetzt habe ich noch die Zwiebel, die ich vorher in den Kochtopf reingetan habe. Die habe ich rausgenommen, die waren jetzt schon weich gekocht. Und habe die so auseinander gepflückt. Und jeweils mit in die Gläser so 3 bis 4 solche Scheiben reingetan. Oben drauf auf den Dill. So, die Soße hat jetzt einmal gekocht, die habe ich jetzt mittlerweile schon abgestellt. So, und dann bleibt die jetzt 1,5 Stunden stehen zum Durchziehen. Und dann danach wird sie dann in Gläsern abgefüllt. So, dann ist er jetzt soweit. Zum Abfüllen. Den habe ich jetzt noch einmal, der stand ja jetzt 1,5 Stunden. Jetzt habe ich den noch einmal aufgewärmt, damit der heiß ins Glas reinkommt, dass die Gurken so leicht angekocht sind. Und jetzt fülle ich das in Gläsern. Immer so ein bisschen von diesen Lorbeerkörnern da wird rein. Und dann füllen wir die Gläser randvoll. So, dann füllen wir die randvoll. Mit der Soße. Deckel drauf.
Deckel drauf. Und dann wird das Ganze umgedreht. So, und das machen wir jetzt mit allen. So, und dann habe ich mich gerade vertan. Das sind keine Lorbeerkörner, das sind Wacholderbeeren. Die aber kein Muss sind, die muss man da nicht reintun, die tue ich jetzt mal immer gerne rein. Schon gesagt, die müssen nicht rein. Wer sie nicht mag, lässt sie raus. Okay, wie gesagt, das mache ich jetzt mit allen und dann zeige ich hinterher das Ergebnis. So, und das ist das fertige Produkt. Schöne eingelegte Gurken und süß-saure Soße. Oder dänische Gurken, kann man auch sagen. Ja, wie schon gesagt, ich mache das die Soße immer frei Schnauze. Ich habe aber auch ein Rezept dafür, das genaue Rezept mit genauen Maßeinheiten. Für 4 Gläser ist das gedacht, das Rezept. Das könnt ihr gerne bei mir anfordern. Ist kein Problem, gebe ich euch gerne. Und ja, danach machen und schmecken lassen. So, dann sage ich Tschüss aus meiner Versuchsküche. Bis zum nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert mich, dann erfahrt ihr immer sofort, wenn ein neues Video von mir erscheint. Das Abonnieren kostet gar nichts. Also keine Angst, ihr müsst dafür nichts bezahlen, wenn ihr auf Abonnieren drückt. Das ist einfach nur dafür gedacht, dass ihr immer Bescheid kriegt, wenn ein neues Video von mir erscheint. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Sonnenblume, Rosenblätter, Rosmarin und Lauch, Holundersträuche, Lavendelbüsche, Hagebutten, Strauch, Kirschen, Äpfel, Haselnüsse und ein Pfirsichbaum, Melissenblätter, Tomatenpflanzen, Kohlgemüse auch. All die diese Köstlichkeiten stehen hinter meinem Haus. Kommt der erste Sonnenstrahl, muss ich gleich hinaus. Mein kleiner Garten hat ein ganz besonderes Gesicht. Es strahlt jeden Tag für dich und mich.